Heute möchte ich euch mal einen Comic vorstellen. Und zwar handelt es sich dabei um diesen Comic hier, Jenseits von Fabienne Wehmann. Und das kann ich leider nicht aussprechen. Ich habe es versucht im Internet zu finden, allerdings bin ich nicht sehr weit gekommen. Hierbei handelt es sich um ein Ehepaar. Um ein Zeichner-Ehepaar, Fabienne Wehmann hat eben die Geschichte zu diesem Comic geliefert und die beiden haben die Zeichnung dazu gemacht. Ja, erschienen ist das Ganze im Reprodukt Verlag, kostet hier 20 € und hat insgesamt, glaube ich, 94 oder 96 Seiten. Jenseits ist ein Comic, der mich wirklich sehr, 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 sehr überrascht hat. Es fängt damit an, dass die Protagonistin Aurora ähnlich wie einer Prinzessin Besuch erwartet von ihrem Prinzen oder Ritter oder was auch immer, also jedenfalls der Männerbesuch. Und es ist ganz altmodisch, sie hat eben ja, Tee und Kuchen und Kekse serviert und wartet nun auf ihn und die beiden, und er kommt auch tatsächlich und ja, die beiden beginnen eben eine keusche Unterhaltung. Es mutet so ein bisschen märchenhaft an, wie so in einem, quasi wie in einem Märchen, wo eben alles sehr, sehr keusch und ja, einfach ja, gehalten wird, wo eben so diese großen Gefühle ganz plötzlich so aufwallen und aber trotzdem alles so in einem keuscheren Umfeld quasi. Und dann beginnt es plötzlich von der Decke zu tropfen und es tropft immer weiter und weiter und weiter und alles versinkt und Aurora wird sowohl von ihrem Prinzen als auch von also einem kleinen wuselnden Diener eben getrennt und alles wird plötzlich ganz dunkel und sie muss sich aus dieser Masse, die da von der Decke tropft, kämpfen. Und dann blättert man um und einem wird plötzlich klar, worum es sich bei dieser Masse überhaupt handelt und was da passiert. Denn Aurora ist nicht die einzige, die ja überrascht worden ist von der herunterträufenden Masse und die sich nun befreit. Aber das war mein persönlicher Überraschungsmoment. Ein ziemlich creepiger Überraschungsmoment, muss ich sagen. Und mich erschreckt ja eher weniger. Aber hier war ich wirklich sehr, sehr, sehr überrascht. Positiv an dieser Stelle, weil ich damit nicht gerechnet habe. Es sind also verschiedene Figuren, die ja herauskrabbeln und sie finden sich alle in einem Waldstück wieder. Alles ist riesig, denn die Figuren sind ziemlich, ziemlich klein und sogar Grashalme sind für sie riesig. Und Aurora nimmt das so ein bisschen in die Hand, versucht für diese ganzen Menge von Wesen und Menschlein eben irgendwie Essen daran zu schaffen, irgendwie Behausungen zu bauen, damit sich alle wohlfühlen. Und alle begeben sich aber auch auf ihre eigene Art und Weise auf Entdeckungsjagd. Hier gibt es ja Figuren, die alle irgendwie ein wenig seltsam sind, die auch ihre eigene Art und Weise sehr, sehr speziell sind. Hier haben wir zum Beispiel ein, ja, hier haben wir schon zum Beispiel eine Frau, die sehr, sehr selbstbewusst ist und ja, die sich eben eine Schere auf den Rücken bindet und auf eigene Faust loszieht, weil sie mit den anderen alles gar nicht zu tun haben will. Hier haben wir ein Mädchen, das mich sehr an Marceline von Adventure Time, wer es kennt, erinnert hat, die eben so ihre langen schwarzen Haare so über ein Auge gekämmt hat und ja, auch ganz, ganz dürr ist und nicht weiß, was sie mit ihren Gliedmaßen machen soll, die sich eben versteckt hält, weil sie Angst hat, von den anderen nicht akzeptiert zu werden. Hier haben wir eine. Irgendwie erinnert sie mich an ein Püppchen, was total seltsam ist und total creepy, was nachher auch total eigenbrötlerisch wird. Oder auch ein Mädchen, das noch mehr Prinzessin ist als Aurora, die eben sich nur um Äußerlichkeiten kümmert. Und ja, Aurora ist so eben eher dieser positive Charakter, der hier versucht, alle anzutreiben. Allerdings wird sie sehr, sehr oft in diesem Buch hintergangen. Und beginnt dieses Buch, also außer dieser ersten einführenden Szene, ist es eigentlich alles ganz fröhlich und alle scheinen sich zurechtzufinden, aber je länger die Geschichte dauert, desto düsterer wird sie auch irgendwie. Und man merkt es auch an den Zeichnungen. Hier gibt es Zeichnungen, die sehr, sehr hell sind, sehr, sehr in farbenfrohen Farben gehalten sind, also in fröhlichen Farben gehalten sind. Ja, die Sonne scheint, es leuchtet und alles ist schön und bunt und keine Ahnung. Und dann ist es ganz, ganz oft so, dass es ganz plötzlich umschwenkt und man eine ziemlich brutale und heftige Szene erlebt. Ja, also ich kann euch jetzt nicht so viele Beispiele nennen, weil ich euch das dann kaputt machen würde. Aber wie gesagt, diese Figuren gehen auf Entdeckungsjagd und es lauern natürlich in einem Wald viele Gefahren.
Und ja, da kann man mal ab und zu dann doch mal sterben. Das heißt also, in diesem Buch wird auch durchaus gestorben. Es ist an manchen Stellen sehr gewalttätig. Wir haben hier auch mit Mord zu tun. Und ja, Aurora, die erst als sehr, sehr positiver Charakter beginnt, wie in einem Märchen eben, sie ist diese Galionsfigur, die Unantastbare. Ja, auch die wird im Laufe der Geschichte, wo sie merkt, dass doch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen und heile Welt ist und dass sie auch hintergangen wird von falschen Personen und ihr auch Freunde weggenommen werden. Ja, die entwickelt auch in sich immer mehr eine größere Düsterkeit. Und man sieht es schon am Anfang des Buches. Man schlägt das Buch auf und man hat gleich so ein Porträt von Aurora in ihrem Mauskostüm. Und da merkt man schon so langsam dieses innere Abdriften, dieses innere wahnsinnig werden. Und das ist hier ganz, ganz großartig dargestellt. Die Zeichnung haben mir zunächst nicht gefallen, als ich das so grundsätzlich so sah. Also war nicht so ganz so mein Stil. Also die haben mir nicht gefallen, sonst hätte ich das gar nicht erst angefasst. Allerdings war es halt nicht so meins hier, aber je länger ich las und je länger ich mir die Bilder anschaute, desto mehr merkte ich, wie es eigentlich zu dieser Geschichte passt. Und das war sehr, sehr großartig. Also die Figuren und die Charakterzeichnungen und wie es dargestellt worden ist, ja, passt eben perfekt in diese Geschichte. Ich habe dieses Buch bei Literaturlärm gesehen und ja, sie sagte eben, dass es irgendwie düster ist und irgendwie seltsam und creepy. Und ja, dann dachte ich, es ist was für mich, kaufte es mir und las es jetzt. Und es ist tatsächlich was für mich. Also, wenn ihr meinen Geschmack kennt, was so ja, düstere Geschichten angeht, was so ein bisschen Tim Burton-Style auch angeht, dann ja, ist dieser kleine Comic durchaus etwas für euch. Es ist ja nichts für seichte Gemüter oder für seichte Lesestunden. Es ist tatsächlich ziemlich seltsam, aber ziemlich, ziemlich gut. Hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet. Ihr habt es ja auch vielleicht an den Bildern gesehen und konntet einen Eindruck gewinnen. Ja, ob euch dieses Buch vielleicht zusagt, von mir ist es auf jeden Fall an dieser Stelle eine Empfehlung wert. Ja, das war's mit meiner kleinen Rezension tatsächlich. Guck kurz auf die Zeit. Aber ja, habt ihr diesen Comic auch schon gelesen oder kennt ihr ähnliche, die ihr mir empfehlen könnt, dann würde ich mich über Kommentare freuen und ansonsten sehen wir uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin, bye bye.